Hallo liebe Neverland-Ranger, ich habe mich eine ganze Zeit lang nicht gemeldet und es tut mir sehr leid. Ich war nämlich unter anderem krank und hatte Fieber und nochmal Fieber. Und als ich dachte, es hat aufgehört, habe ich nochmal Fieber bekommen. Eine Runde Mitleid bitte. Danke. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Danke. Ist ein Lololobendan. Was ich sagen wollte, es kommt etwas Großes auf euch zu. Also auf mich und dadurch automatisch auch auf euch. Aber ich will damit verraten. Außerdem packe ich gerade meine Sachen, denn es geht auf nach Berlin. Ich freue mich so auf Berlin. Ich vermisse es so sehr. Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, ja, da musst du hin. Und der guckt ein Mann aus dem Fenster. In Unterwäsche. Ich war übrigens auch auf dem Guardians of the Web Dreh dabei von Cintiq. Es wird super, es wird ein Musikvideo und ich bin dann mal im Hintergrund zu sehen. Kamera läuft und bitte. Ich habe mich heute bekleckert beim Essen. Hübsch nicht? Bin ich doof, das was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar schneller lesen, schneller Filme gucken, der erste Teil. Ich habe schon super coole Videobeiträge bekommen. Es wird der Oberhammer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So großartig wird das. Guckt euch mal bitte an, was jemand dafür tut, um in dem Video zu sein. Und um dir das zu beweisen, bring ich da jetzt rein. Gut, wir sehen uns. Natürlich ist er jetzt auch im Video. Ich glaube, dies ist alles, was ich sagen wollte. Kennt ihr das? Ich habe immer eine Strähne. Sieht mal aus, als hätte ich meine Haare nicht gewaschen. So, weil man so durchgucken kann. Und nein, ich habe immer noch kein Postfach. Was ja eigentlich nicht so schwierig ist. Aber ich bin so grottenfaul manchmal. Das sind so Sachen, die fallen einem immer erst nachts ein, wenn man im Bett liegt. Und dann ist es auch zu spät. Oder in der Badewanne, wo man nichts machen kann. Mit meiner Badewanne. Das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch was. Abonniert Vegas Films. Das ist die Endcard. Das heißt, das ist das Ende. Nicht, dass ihr jetzt nach Hause fahrt, was ich echt doof fände.